Ein Leben ohne Tanzen kann ich mir tatsächlich nicht mehr vorstellen, denn Tanzen ist einfach nur die pure Lebensfreude und eine sehr, sehr schöne Bereicherung für sein eigenes Leben und gibt einem so viel Energie. Bei Malaika tanze ich, weil sie ein feinfühliger Mensch ist, bei dem man sich sehr wohl fühlt, aufgehoben fühlt, der Unterricht ist modern und abwechslungsreich und die Mädels in den Kursen sind einfach die besten. Tanzen hat für mich was mit Perspektivwechsel zu tun. Es hat was damit zu tun, die Komfortzone zu verlassen, neue Wege zu gehen, sich selbst auszuprobieren und herauszufordern. Und wenn man dann noch eine Tanzlehrerin hat, die einem mehr zutraut als man sich selbst, dann kann man wirklich dankbar sein und sich glücklich schätzen, weil man dann seinem Ziel einfach trotzdem näher kommt. Und sich dazu selber zwingt, an die eigenen Grenzen zu gehen und dann auch die Ergebnisse sieht. Ich bin eigentlich kein sportlicher Mensch. Ich habe viel Sport ausprobiert und mir wurde immer langweilig oder es war mir dann doch einfach zu viel Sport. Aber der Tanz bietet mir eben genau das, sich sportlich auszulasten, sich körperlich fit zu halten und das aber mit einem so großen Spaßfaktor, dass ich währenddessen komplett in Schweiß ausbreche und nicht mehr atmen kann und trotzdem bis zum Schluss nicht merke, wie fertig ich eigentlich bin, weil ich eben so viel Spaß dabei habe. Mittlerweile mache ich seit 10 Jahren und habe keinen anderen Sport jemals auch nur eine Woche lang durchgehalten. Und dabei habe ich immer noch Spaß, selbst an meinem schlechtesten Tag, wenn ich auf dem Sofa sitze und eigentlich nicht mehr hochkommen will, gehe ich zum Tanzen. Sehe die Mädels, wir lachen, wir haben Spaß, wir lernen was Neues, wir werden jedes Mal wieder herausgefordert und ich komme nach Hause und statt kaputt zu sein, habe ich plötzlich wieder mehr Energie und fange an, zu Hause wieder was zu arbeiten, zu machen, zu tun, weil ich einfach energiegeladen nach Hause komme. Gleichzeitig bietet mir der Tanz die Möglichkeit, an meinem Ego zu arbeiten. Jeder hat diese Stimme in sich, die einem sagt, ich kann das nicht und ich bin da nicht gut genug dafür oder wie sieht es aus, wenn ich das mache? Was denken die anderen über mich? Und der Tanz bietet die Möglichkeit, einfach da immer wieder über meinen Schatten zu springen und aus, das kann ich nicht zu machen, schaut mal, was ich kann und guckt mal, wie gut ich das eigentlich kann. Und so eben dieses Bewusstsein für sich selbst und auch diese Stärke, dazu zu stehen, was man alles leisten kann, zu zeigen. Ganz besonders ist natürlich für mich der Tanz, vor allem bei Malaika, weil ich jetzt seit 10 Jahren mit ihr zusammen tanze, bei ihr tanze, von ihr lerne und mit ihr lerne. Ich habe mit ihr angefangen, sozusagen, als sie angefangen hat. Wir haben voneinander und miteinander gelernt. Ich habe gesehen, wie sie als Lehrerin gewachsen ist. Sie hat gesehen, wie ich als Tänzerin gewachsen bin. Wir teilen ganz viele Erinnerungen miteinander und sie kennt mich einfach. Ich fühle mich immer geborgen und gut aufgehoben, wenn ich im Tanz bin. Ich weiß, sie sieht genau, wie es mir gerade dabei geht, was ich mache und weiß genau, wie sie darauf reagiert, wie sie mich noch ein bisschen weiter pushen kann zu dem, was ich sein kann und wie sie mich aber auch auffängt, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und eben mit einem Problem zu ihr komme oder einfach nur mit schlechter Laune komme, wie man mich da wieder rausholen kann durch den Tanz. Und so ist das Ganze einfach ein Geben und Nehmen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe und ihr strahlendes Gesicht im Tanz sehen kann. What a bomb bomb, what a bomb bomb, what a bomb.
الحسنية بقت صافي يا بنت على نفسي خافي الحسنية بقت صافي يا بنت على نفسي خافي لا وكمان نبت التنك يا سنية عيب ما تجيش منك والصحبة ودلوا عدادي هلو يا مامي رايح النادي اوكي يا كوكي خد المصروف عارف طريق اوكي بتاني وعاملة الشعر كانش في كانيش يا سنية عيب بقى لا ما تخافيش وماشية من وسط الحتة وصاحبة يجي خمسة وستة سبعة ستة سنية كل حتة وانا لابس كاسكتة ايا حلوة في الغنوة ايا حلوة في الغنوة كلمينا ريحينا حبة حبة بالمحبة حبة حبة بالمحبة ولا 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 واتا بامبا واتا بامبا واتا بامبا واتا بامبا الشعر كانش في كانيش السنية عبا لا ما تخافيش وماشية من وسط الحتة ومصاحبة كده خمسة وستة وماشية من وسط الحتة ومصاحبة كده خمسة وستة سبعة ستة سنية كل حتة وانا لابس كاسكتة ايا حلوة في الغنوة ايا حلوة في الغنوة كلمينا ريحينا حبة حبة بالمحبة حبة حبة بالمحبة ولا 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 ich hab jetzt schon Hunger. Du auch. Wollen wir nicht anfangen? Wir haben noch 8. So, und jetzt mal aus. Ja, aber wir können jetzt ja. Hau ab, hau ab. Danke. Deppen. Von Start also, ne? Oh, nein. Fertig. Ah, das war der Move. Ich glaube, war vom